New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Ganz genau, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ich habe das Spiel einige Zeit nicht mehr gespielt. Und daher muss ich mich jetzt erst hier ein bisschen reinfinden. Also tut mir schon mal leid, weil ich im Voraus fade. Hier runter. Also ein bisschen weiß ich die Steuerung noch. Muss ich jetzt hier lang? Ne, da lang. Okay. So, hier runter. Wirklich? Ah. Wie die ganz Schlauen unter uns. Ich werde das Ganze jetzt auch mal mit Audacity aufnehmen. Roll One. Da ich ja doch noch ziemlich leise bin in den Videos, wie ihr sicherlich bemerkt haben solltet. Und deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen ändern. In den Bereichen 3 und 4 müsste sein Weg auf die Überführung geben. Genau. Hier rüber kurz. Danke. Kann ich von hier auch? Ja, kann ich. Zugang gegen die Gleise. Okay. Okay. Kletterst du jetzt herumfällt? Wow. Der Funk läuft über, da kommen noch mehr Cops. Okay, da kommen also noch mehr Cops. Okay, gehen wir jetzt hier lang. Normalerweise dürften die Cops mich jetzt gar nicht sehen. Ja, sicherlich! Ey, ihr seid aber fair. Danke. Ich schätze mal, ich muss hier hoch. Jo. Lauf an Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben, da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Wow, war das knapp, Alter. Da muss ich jetzt gleich runterspringen. Helikopter ist natürlich schon vor Ort, der ganz schön auf den Geist gehen will. Die Gasse ist genau da, wie du siehst. Nimm sie. Ja, Springer nicht abfällt. Abrollen. Und Tür rauf. Durchgehen. Gang folgen. Tür auf. Ratte. Tür. Auf. Okay. Drin. Die Tür ist wieder zu. Da sind Cops. Und Knöpfchen. Eh war's, genau. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch ganz. Das Ganze funktioniert jetzt auch mit Audacity. Tschüss, Polizist. Dann. Und ich habe wieder das Bildschirm flackern, aber ist ja egal. Soll ich nicht stören, mich schon, aber ist ja soweit egal, wie gesagt. Jo, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich weiß nur noch, dass wir jetzt zum New Eden Einkaufszentrum wollen. Weil uns da ja Jack in dem letzten Part erzählt hat, dass wir... Nee, das war nicht Jack, das war, ja, Wrestler. Dass wir da... dass er da eigentlich ein Treffen hatte mit so einem Killer. Und wir wollen jetzt halt gucken, was da recht wirklich abging und so. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Ganz genau. Oh Gott. Roll dich halt ab. Ich hab Schiff gedrückt. Wow. Alter, fällt. Okay. Kommen wir hier hoch? Nee. So, dann müssen wir jetzt was anderes machen. Wir gehen hier rauf. Oh Leute, nicht runterfallen. Hier hoch. Und hallo Tauben. Ja, halt dich fest, fällt. Polizeihelikopter. Auf den Dächern gehen Kopfbestellungen. Du musst wohl gegen sie kämpfen. Oh, hier ist irgendwo ein Koffer. Der Koffer ist da. Wo ist der Koffer? Da oben drauf. Ah, da. Perfekt. Und warte, ich muss das Bild noch ansehen. Okay. Danke. Warte. Oh, das war knapp. Hier rüber. Oh Gottes. Alter. FPS-Einbrüche. Ich bin runtergefallen. Tot. FPS-Einbrüche. Danke. Oh, Alter. Was ist denn? 20 FPS. Was soll das? So, erstmal kurz warten. So, PC, würdest du bitte klarkommen? Jetzt mal auf deine Base. Danke.
Warum habe ich denn so wenig FPS hier? Es geht immer noch auf 20 FPS, was soll das? Greif ein Feld. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Mit dem ersten Leben habe ich so schön umgelegt. Komm schon, konzentrier dich nochmal, Basti. Oh, aua. Runter. Kurz Leben ringen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Inkompetenz weit und breit. Basti hat keinen Skill. Wow, wow, wow. Der kommt hier rum. Danke für die MP5. Headshot. Kommt hier noch irgendwo jemand, der auf die Fresse haben will? Hab ich nur... Oh Gottes Willen, hab ich da runtergeballert. Naja, gut. Kann passieren. Mein war ja keine Absicht. Oder man könnte es auch als Notwehr bezeichnen. Ja. Hui! Oh, Alter, ich spring nicht ran. Ups. Tür auf. Durchs Gebäude durch. Ja, seid auf dem Grund nur noch ein paar Blocks von hier. Alter, ich hab plötzlich sterben. Fuck. Und was hat sich Dings eigentlich noch eben so gefreut? Hier ist dann gleich. Merk, genau. Ja, das Einkaufszentrum ist noch ein paar Blocks von dir. Das freut er sich so für mich. Ich meine, der ist doch eigentlich voll dagegen. Links oder rechts? Oh, Firehouse. Okay. Tür auf! Hallo Frau! Ich hab gecheatet. Cool. Kann ich so wieder zurückspringen? Natürlich nicht. Idiot. Okay. Klettern wir mal das dicke Rohr da hoch. ja. Wie ihr hört, ich bin gut gelaunt. Deswegen habe ich wieder voll Bock auf Aufnehmen. Ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen, verdammte Scheiße. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen mangelhaft. Ja, wie mache ich das gleich? Ach, das krieg ich schon hin. Darüber. Hui, und zack. Ah, das muss sein, tut mir leid. So, jetzt muss ich da hinten irgendwie hin. Altmodisch Start. Oh Gott, klappt das mit dem Sprung? Jo! Nice! Ah, das läuft ja alles wie am Schnürchen, bis auf eben die Sachen mit den Polizisten und die Prügelei. Ach ja, ist mir egal. So, hoch. So, dann muss ich hier einmal rüber. Oh fuck. Hallo Polizei. Juckt ihr mich? Nö, juckt ihr nicht. Oh, der war richtig gut, Alter. Der war richtig gut, der Move. Habe ich den einfach da oben stehen lassen, die... LOL. Ja, lass. Oh, guck mal. Oh. Scuffy. Ah, das tut mir jetzt leid fürs... kleinen Mädchen, Jungen, whatever. Hui! Rüber. So. Einmal aus Fun Wall One. Dann. Ich muss ja hier hoch. So, jetzt nochmal Anlauf. Hup! Fuck. So. Da. Okay. So. Mörder's Edge Zeichen. Ich muss irgendwo im Koffer sein. Will den Koffer haben. Das wäre zu offensichtlich. Nein. Ach komm, der ist oben drauf, wenn.
Zieh dich hoch. Nein, hier ist er auch nicht. Aber wo ist er? Da ist er. Gut, und noch ein Koffer. Hoch! Rüber. Ich drücke außer den Tab. Ich habe zu viel Shooter in letzter Zeit gespielt. Call of Duty Black Ops 2. So. Da hinten hin. Und ab. Abroll dich doch ab, Mädel! Mensch. Huja! So, drin sind wir schon mal. Schöne Farbkombo. Schwarz-Weiß. Naja. Und die Farben. So. Das sieht cool aus. Ganz einfach. Knöpfchen drücken. So, down geht's. Yeah. Oh. Oh. Ist das Glas? Nein. Oh, die Musik ist schön. Hier durch. Oh, sind wir schon da. Alles abgeriegelt. New Eden Mall. Okay. Einkaufszentrum. Naja, wir sind halt cool da und wir benutzen halt nicht den Eingang da. Wir gehen einfach hier lang. Denke ich. Mach! Okay. Wäre ja zu leicht. Deswegen nutzen wir das Ding als Sprungbrett. Halten uns hier fest. Drehen uns um. An die Stange. In den Lüftungsschacht. Ganz gediegen. Und dabei Mirror's Edge zeichnen. Das heißt, es gibt ja wieder einen Koffer zu holen. So, der Koffer muss. Ist bestimmt da oben. Ja, der ist locker da oben. Ah, nee, auf dem. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und damit haben wir alle drei Koffer. So, dann sind wir hier. Gut, ich kann ihn hier einschlagen. Hier weiter, rote Tür. Eintreten. Da lang, hinten. Da ist Polizei. Ah nee, das ist der Killer. Den kriege ich. Fuck! Was war das denn jetzt? Oh Gottes Willen. Der arbeitet für die Polizei? What? Leck. Aber ich drücke. Oh Gottes Willen! Also, naja, gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches Land das hier ist. Aber nach Deutschland sieht das nicht aus, wie so losballern. Also, auf mich hat noch kein Polizist geschossen. Falls ihr jetzt so denkt. So, ich muss da irgendwie hoch. Ich gehe einfach runter. Ja, ist gut, Morg, danke. Aber das Einkaufszentrum ist auch cool gemacht. Ich mag das ganze Spiel, das ist so schön. Oh, Alter. Wer schießt? Wie soll ich da hochkommen? Ach, da. Okay. An die Blumentöpfe. Okay, hopp. Halt dich doch fest. Yo, das war ein Move. Wow. Wo muss ich hin? Muss ich jetzt hier runter? Nee. Oh Gott. Sorry, wenn ich so ein bisschen reingeschrien habe. Oh, ich hab ein bisschen erschrocken. Okay, danke. Wie gechillt er einfach bleibt. Ich meine, mir wird geschossen. Okay. Der schießt zu schlecht. Hat Robert dich reingelegt? Das würde ich mich jetzt fragen, mich jetzt aber auch gerade, ob er uns reingelegt hat. Noch höher, okay.
Weil, naja, der Typ konnte ja schon schnell laufen. Oh Gott, oh Gott. Warten, bis er steht, sonst zerfetzt er uns. So. Ich bin gar nicht da. Alles ruhig hier oben. Da ist sie! Oh shit, Faith, über mein Maschinengewehr. Nein, nimm sie mit. Ah, den Typen mache ich fertig. Hoffe ich doch. Oh, fuck off. Ja, Noob. Danke für die schöne MK-Mod. Da bedanke ich mich vielmals für. Drake meinte, es gibt auf der anderen Seite des Atriums einen Ausgang. Du musst einen Weg darüber suchen. Okay. Ich weiß wie. Hoffe ich doch. Ja, da muss ich rüber, weiß ich aber. Hä? Ah. War klar. Das Einkaufszentrum ist auch nur so eine halbe Baustelle, habe ich das Gefühl. Oh, das ist das, oder? Juhu! Kaputt treten. Oh Gott. Ich runterfallen. Gut. Wollte reichen. Ups. Ups. So, muss ich jetzt. Oh Gott. Wie schnell die einfach schießen. Ich hab doch ganz getan. Bin nur eingebrochen, hab ein paar Glasscheiben zertreten. Wow. Das hatte Style. So, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Aber juckt mich nicht. Ich schneide das ja eh zusammen. Ihr guckt es einfach nur. Ja. Danke. Ich mache die Mission einfach zu Ende. Mal gucken, wie lange der Part geht. Dann schneide ich die halt in zwei Hälften. Ist mir auch. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht. Aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Oh. Schon zu Ende. Okay. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Ja, hört sich schon mal gut an.
Die Docks. 17 Uhr. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und tschüss.